Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skull and Bones. Heute, beziehungsweise vor ein paar Tagen, kam ein neues Update raus. Das hat es ein bisschen in Sicht. Zum einen kann man jetzt, Moment, da muss ich mal hin, eine PvP-Flagge ausrüsten. Das ist sehr interessant. Wenn man die gehisst hat, können sich gegenseitig Spieler Schaden zufügen. Und Beschuss von Verbündeten ist aktiviert. Also wirklich hartes PvP, dass sich selbst Verbündete anschießen können, ist sehr interessant. Was man da jetzt davon hat, weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Ob es da irgendwie so einen Bonus, berüchtigten Bonus etc. gibt, kann ich jetzt nicht sagen. Beziehungsweise weiß ich halt jetzt gar nicht. Und es hat hiervon eine gewaltige Änderung bekommen. Habe ich vielleicht schon mal ein SOT-Video vor ein paar, ja, vor einer Zeit gesagt. Aber jetzt hier nochmal. Wir haben jetzt hier unsere schönen Manufakturen. Diese Manufakturen, da sieht man es jetzt gerade nicht, weil die schon voll sind. Aber hier sieht man schön, da die ist jetzt fast voll. Das heißt, Stufe 5 war 1000 Limit. Und hier 1500 bei Stufe 6. Jetzt kommt da der Ding. Jetzt möchte man meinen, ist ja alles in Ordnung. Ist ja alles gut und schön. Das haben die geupgradet. Das heißt, Stufe 5 konnte vorher, ich glaube, wie viel war das? 100 Stücke halten? Oder waren es 130, ich weiß es gerade nicht. 100 bis 130, nee, 130 war nichts. 100 bis 120 Stücke erhalten. Und Stufe 6, 105, ich glaube, waren es sogar nur, wirklich nur 100 Stücke. Also Stufe 5 konnte 108er Stücke erhalten. Und Stufe 6 nur 150. Oder war das andersrum? Die 150 und die dann 300? Ich glaube, so rum war es. Stufe 5, 150 und Stufe 6, 300. Ist ja auch egal. Was ich damit sagen will, ist, die haben das gewaltig hochgeschraubt. Mehr als gewaltig. Hier, wie gesagt, auf 1000 und hier auf 1500. Ihr seht, 49 pro Stunde. Das dauert halt einfach. Ihr seht oben links auch 846 pro Stunde, wo es hier generiert wird von 8er Stücken. Das Coole ist, man kann jetzt hier gleich 1008er Stücke abholen. Nice. Bis wir da unten sind, wird es noch nicht voll sein. Aber wir nehmen es auch mit. Das ist ja das Schöne, ihr könnt es einfach immer mitnehmen. Zuvor hätten wir hiervon nur, ich glaube, Stufe 5 war 150. Ist ja egal. 150 abholen können. 1000 und 150 ist schon ein krasser Unterschied. Nachteil an der Sache. Für diese Manufaktur muss ich jetzt 13.000 Silberstücke bezahlen, dass die Betrieb läuft. Die hier macht es, glaube ich, 18.000 Stück. Aber ihr seht, finanziert für 23 Stunden. Über 24 Stunden sogar. Krass. Die haben da überall ein bisschen umgeschraubt. Wir schauen mal kurz eine Sache nach. Egal um das Silber, was ich jetzt hier verbrauche. Wie das jetzt gehandhabt wird. Ihr habt auch gesehen, ich habe ein bisschen Geld rumgedödelt. Ich habe jetzt nur noch 800.000, 870.000 und ja, ich hatte mehr, ich hatte über eine Million. Es bringt aber nichts. Ob ich jetzt 100.000 habe oder eine Million, wenn ich zum richtigen Schrank gehen würde, dann würde man auch mehr Sachen sehen. Ja, guten Tag, bitte mal Klammer halten. Wert gesamt. Ich habe schon wieder hier blauer Lotus Opium, fast 3000 Stück. Das heißt, das da wären circa 300.000. Na? Dann goldener Schädel rum. Mal gucken, ob ich Skurlox Verfolger trotzdem kaufen will. Eigentlich trotzdem nicht so Lust. Und hiervon auch nochmal 1900 rumliegen. Und Lotus müsste jetzt dann auch nochmal 1000 fertig werden. Ja, und Gin produzieren wir jetzt auch, aber dazu später. Na, also Geld versuche ich so viel wie möglich zusammenzukratzen, als diese Änderung kam, weil davor hat es 1000 bis 3000 circa gekostet und jetzt
13.000 bis 18.000 meine Versorgung. Das macht halt dann schon viel aus. Na, wenn ich hier dann 1, 2, 3, 4, warte, Moment, wie zähle ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allein sind das ja schon über 140.000. Und dann hier nochmal hier 20, 40, 60, 80, 100, 240.000. Na, bis an die 300.000 würde ich da mal schätzen. Geht das hier? Das ist viel Geld für einmal auffüllen. Deswegen müssen wir Geld reinpullen ohne Ende. Aber dafür kann man gleich mehr einsammeln. Ist geil. Ich find's klasse. Wo wollte ich jetzt hin? Ja, ich wollte mal kurz zur Übersicht. Da machen wir einfach mal so eine Fahrt. Dann nehme ich euch hier mal mit. Will mal gucken, ob sich hier jetzt was verändert hat. Bestenliste? Nö, das hat sich nicht verändert. Also entweder, vielleicht ist auch ein Bug, weil ich muss mal überlegen, hier brauchen wir 40.000. Und bis hierhin habe ich es ja immer mit den kleinen Beträgen aufgefüllt. Das heißt, 34.000 Achterstücke habe ich gesammelt. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, na, oder auch 6.000 hier. Entweder haben die irgendwas falsch gemacht oder vielleicht auch einen Regler verschoben. Keine Ahnung, ist ja egal. Vielleicht ist auch richtig so. Ich finde es geiler so, weil so wird es mal gescheit voll. Jetzt kann man sich aber auch gleich mal ausrechnen, wenn man für die hier 1.000 und für den 1.500 bekommt, ist das viel. Wie viel haben wir gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000. 20.000, 21.000, 21.500 würden wir rausbekommen. Das ist von allen Geistern verlassen, würde ich mir sagen. Allen guten Geistern. Also 21.000. Schauen wir schnell mal auf die besten Liste. Das heißt, wir würden gleich mal die Belohnung hier abkassieren. Und 50 wären schon fast hier dann. Bei der Belohnung hier bei Silber 3. Das ist krass. Wöchentlich hätten wir jetzt gar den Vogel abgeschossen. Keine Ahnung, was da passiert. Vielleicht sind auch die Anzeigen falsch. Ist egal. Ich würde sagen, wir jodeln jetzt mal los. Jodlehidi! Hier, na, dass ihr seht. Ich fange immer hier oben links an und dann tugere ich einmal rum. Deswegen bin ich momentan auch ein bisschen busy mit Geld verdienen. Verständlicherweise, denke ich mal. Weil so eine Änderung, das macht halt schon einen Unterschied davor. Wie viel habe ich verbraucht? Kann ich jetzt nicht mal sagen. Ich glaube, die hatten 3.000 gekostet. Selbst 14 mal 2 ist ja 28. 28.000 wäre das alles. Und dann nochmal die hier. Weiß nicht. 30.000 bis 50.000 wird wohl immer gewesen sein. Ne? Und das hier ist dann schon ein ordentliches Upgrade. Ihr seht auch links unten, wir haben eine Marke, weil ich andauernd überfall, etc. Auch regelmäßig jetzt Festungen überfall. Ansonsten hat sich zum Vergleich vom letzten Video nicht viel verändert. Es ist halt dieses besagte Update gekommen. Der Chat funktioniert jetzt auch. Ja. Schon einige Sachen passiert. Jetzt guck, ja, 1000 Achterstücke. Jetzt guck mal rein. 1000 Achterstücke. Geil. Also, ich beschwere mich mal nicht, ne? Also, so habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Das ist halt... Ihr müsst mal überlegen, wie viel habe ich davor zusammenbekommen? Davor habe ich 2500 pro Fahrt zusammengekommen, so ähnlich. So um den Dreh war es 2500 bis 3000. Irgendwie sowas war es. Ist egal. Na, und jetzt habe ich jetzt schon fast alles zusammengekratzt. Mit einer Station. Das ist krass. Was haben wir hier hinten? Och, ein kleiner Schlawiner. Ich habe auch im letzten Video, wollten wir ja diese, dieses Item bauen, dass man bei den Lapest-Schiffen ihre, ja, Schwachstellen sieht. Boah. Habe ich gebaut. Lol, der hat den weggejodelt hier. Und es ist schon sehr hilfreich. Das muss man. Ja. Er geht euch doch! Ja, dann noch ein Abknattern hier. Bakus! Gut so! Weiter!
mal komm, trau dich, komm her. Oh, alle daneben gegangen. Unser Meister wird erfreut sein, wenn ihr Euer Meister kann mich mal von hinten. So. Schade, dass aber die Seuche bei denen nicht so birgt. So drehe ich halt quasi immer meine Runde. Das ist halt gemütlich. Eigentlich warte ich immer bis unten links, beziehungsweise meistens in Anführungszeichen, bis die Marke da weg ist, ne? Ist es halt ein bisschen gemütlicher. Neues Set habe ich ja hier auch ausgerüstet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es von letztem Mal dran hatte. Nachteil bei Nacht. Der Kraken leuchtet grün und der Rumpf ist rot. Also das beißt sich ein bisschen. Aber ich denke mal, da geht es schlimmer aus. Was ist das denn? Na komm. Und die haben das Entern verbessert. Lass sie nicht entkommen! Das geht jetzt wesentlich einfacher. Danke. Also die sind da wirklich krass. Also das dran. Das ist alles, was die Fans meckern, wird was gemacht. Das ist sehr, sehr geil. Sehr löblich vor allem. Und nicht, bei weitem nicht selbstverständlich. Vor allem bei solchen Startbedingungen, will ich mal sagen. Das ist schön, dass so viel. Enton! Oh, da habe ich jetzt mal daneben. Mach dann halt nicht, ne? Euer Verschulden. Gucken wir mal rum hier. Ja, da links. Ich kann es ja nicht. Jetzt habe ich einfach schon 2000 drin liegen, einfach. Das ist ja. Das ist Weltklasse. Ich muss auch auf jeden Fall gucken, sobald die Season jetzt hier endet. Na, oder beziehungsweise das da, hier, die jetzt endet hier in, doch, auch 78 Tage. Sobald die Season hier endet, muss ich schauen, dass ich mir einen Puffer verschaffe von einigen Tausend. Dass ich gleich hier wieder meinen Betrieb aufnehmen kann. Klar muss ich alles wieder neu erobern, etc. Aber ich würde gern dann etwas leichter einsteigen als zuvor. Was ja auch Sinn natürlich macht. Nein, für euch gibt es noch kein Wein. Und so tucker ich heute jetzt mal eine Runde schön runter. Ach, wieder eine Schmugglermarke. Da habe ich auch Zeit. Ich habe jetzt nicht krass gegrindet oder so. Ich habe ganz normal, wie viele, viele, viele andere Menschen auch. Oh, da war eine Wette. Ihre 40 Stunden pro Woche gearbeitet. Na? Ich habe den Pass gut voll bekommen. Na? 30, 30. Und der erste Monat läuft noch. Na? Also hier, könnt ihr mal gucken. Der erste Monat läuft noch und ich habe noch die gar nicht abgeschlossen. Dann würde ich ja hier nochmal. Hier 5 Marken und hier 2, 4, 6, 6 Marken hier nochmal bekommen. Das heißt 5, 6, 11 Marken würde ich jetzt hier nur bekommen, wenn ich die jetzt noch gar abschließe. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Ich habe noch 68 Tage. Also, ich bin trotzdem recht schnell unterwegs, würde ich mal sagen. Also langsam auf keinen Fall. Captain, 1, 2, 3... Wir gleich mal hier freischalten. Und hier bin ich ja auch schon wieder bei 9. Ich sage euch ehrlich, den Pass jetzt hier, den Blunderpass, also keine Ahnung, ich wollte Blunderpass sagen. Den Pass hier, da kann man sich ja auch entweder den normalen Pass kaufen. Ich habe ihn bei meiner Edition mit drin gehabt. Aber man kann sich den normalen Pass kaufen. Oder, oder einen verbesserten Pass, wo ihr gleich 15 Marken bekommt. Ich sag's mal ehrlich. Verzichtet auf die 15 Marken. Klar, am Anfang hört sich's cool an, denkt so, boah, cool, gleich fertig, PDC. Aber ihr habt 3 Monate dafür Zeit. Wirklich.
Und ich arbeite auch 40 Stunden. Und es geht. Es geht. Spielt wirklich normal. Weil das Schöne ist, der Pass ist auch an euer Level hier gebunden. Das heißt, je mehr Level ihr aufsteigt, desto mehr Marken bekommt ihr. Na, also pro Level auch eine Marke. Das ist geil. Das heißt, ihr werdet auch rein fürs Spielen belohnt. Und die Aufgaben sind auch alle machbar. Es war bis jetzt auch einmal bis jetzt eine PvP-Aufgabe dabei. Das ist alles machbar. Ne? Ich finde auch schön, dass einen die Wahl gelassen wird. Du musst per se nicht PvP machen, aber dafür gibt es auch Achterstücke. Von meinem Achterstücke halt diese Punkte da. Diese Marken. Und ich finde auch schön, dass es so unkompliziert funktioniert. Das ist einfach toll. Das würde ich mal wirklich hier gesagt haben. Und ja, wegen der Marke unten links, warum ich eigentlich bevorzuge, ohne Marke rumzufahren. Ja, da kommen halt jetzt öfters Zeugenschiffe mit rein. Deswegen, das ist ein kleiner Bug noch, dass wir von solchen Schiffen angegriffen werden. Sollten eigentlich auch noch von anderen Schiffen, also die Abtrünnigen, sollten uns auch so weiter jagen. Aber die haben das schon irgendwie gefixt, dass jetzt nicht nur noch solchen Schiffe kommen stattdessen. Aber jetzt kommt halt ein guter Mix. Und wenn ich das vermeiden kann, dann kommt man halt ein bisschen schöner durch. Aber seit... Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Sorry, Leute. Aber so, seitdem ich hier diesen ja, Schadenanzeige-Shenanigans drin habe, ist das geil. Genau, Ego-Ansicht. Ja, und da soll ja auch eine Third-Person-Ansicht mal kommen. So wie in Assassin's Creed Black Flag, Rogue. Das ist geil. Wurde ich gegen der Ansicht auch nichts ab. Aber es ist toll. Mehr für die Leute. Und die kann man auch irgendwann austauschen. Habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Dass man alles noch mehr anpassen kann. Dann den Rumpf. Dafür soll es jetzt auch Skins geben. Und Segelanpassungen sollten auch noch mehr machbar sein. Es ist toll. Also es sind wirklich gute Aussichten für das Game. Wieder Dinge hören. Also irgendwo ist ein Schlawiner hier. Irgendwo ist ein Schlawiner. Wahrscheinlich so ein kleines Attentäterbo hier irgendwo. See zu fahren ist halt auch geil, weil ihr habt keine störenden Wellen und könnt nur Fahrt aufnehmen. Da ist man wirklich pfeilschnell, das ist geil. Ach, wie viele Münzen haben wir denn jetzt schon? Ach, gerade nur mal 6000. Einfach mal so das über das Doppelte, was ich normal generiere. Ich find's geil. So, jetzt fahren wir mal durch den engen Kanal hier. Das ist auch cool. Also. Da fahre ich gerne durch. So, mal gucken, dass wir hier ranschrabbeln. Und hier ist es auch besonders cool. Hier vermischt sich das Süßwasser mit dem Salzwasser hier. Da seht ihr die Schwarten, die sich hier langsam vermischen. Das ist so cool auch gemacht. Aber da vorne sind ja die Wasserfälle. Das Feeling ist geil. Das ist schon echt sehr geil. Hier fahre ich gerne. Einfach nur mal, um die Atmosphäre zu
genießen, die das Game gibt. Außerdem können wir hier eh nicht schneller durchfahren. Die Passagen von der Brigantine wirklich knackig sind. Die gehen, na, aber trotzdem knackig. Muss auch mal gucken, dass ich die Bark habe ich jetzt auch ready to go eigentlich soweit gemacht, die Stufe 11. Dann die Schnau oder wie auch immer die heißt. Ach, na gut. Die ist auch ready. Aber nur Stufe 10, die will ich auch ein bisschen hochprügeln. Über. Sensationell. Aua! Ihr könnt auch uns einfach mal aufhören zu ärgern. Oder nicht? Soll ich euch rammen? Soll ich euch mal schön ins Heck rammen? Komm, komm, komm. Sorry, das war uns schon. Au! Die Kugel habe ich gesehen. So, einmal bolzen komplett durch Schiff durch. Und auf Wiedersehen. Ah, ich sehe schon wieder, was ich nicht sehen will. Eine knackige Prick. Und da hinten sind auch noch mal ein paar. Oh, das gibt's doch nicht. Ja gut, dann gehen wir mal into the Kampf. König. Kann ich mal. Musketiere und Sport! Na komm, ist das alles, was wir können? Also, die Brücke gefällt mir so, wie sie ist. Auch mit hier dieser schönen Doppelwinden. Das ist halt geil. Na komm, haust du vor mir ab? Du schießt ja gar nicht mehr. Hallo? Könnte auch, wenn ich böse wäre, einfach einfach oben den Mast abknallen. Na komm, ein Schuss und du bist weg. Tja, verfluchte Pirat. Ja? Oh, den da vorne. Oh Gott, den müssen hier hin. Fahr ich da ein bisschen zu hoch. Wo wir den Schlawiner da vorne eigentlich gleich mal mitnehmen müssen. Den nehmen wir mal noch mit. Weil das ist ein Seuchenbringer und da habe ich ja immer noch diese Quest da. Wäre eigentlich geil, wenn ich es noch die Woche schaffen würde, alles voll zu bekommen. Aber wenn nicht, dann auch nicht. Dann gehe ich erstmal so in Urlaub. Zack! Na komm, keine Frage. Entern wir sie, Captain! Und zack! So schnell geht das hier. Siebphase. Ich werde nicht mehr. Ich finde auch schön, die machen sehr viele Live-Quality-Updates. Oh, jetzt haben wir den vergessen. Warum habe ich den da nicht eingestanden? Oh Gott, jetzt habe ich einfach den vergessen. Uff. Gut, wir sammeln den auf. Und dann fahren wir mal, obwohl. Können wir auch zuletzt einsammeln. Obwohl, dann produziert er wieder nichts.
Teufelskreis nochmal. Wir fahren nochmal runter. Wir fahren dann zum Schluss hoch. Ist das ärgerlich. Ob jetzt die unten nichts produzieren oder der hier oben. Den haben wir einfach ausgelassen. Das ist mir noch nie passiert. Komm, den nehme ich euch einmal mit. Schon ist alles kacke hier. Spaß. Vorletzte Station. Normalerweise fahre ich dann immer ganz schnell in den Hafen rein. Ne? Weil das der letzte Sprint ist von hier nach hier. Aber jetzt müssen wir nochmal eine extra Runde drehen. Boah, vor allem die Stürme, die sind so toll. Hey, Boys! Hier lernt man mal das richtige Riesenbein zu. Das sind selbst nicht Monsterwellen. Oh, ein schöner Kniff. Wollen wir mal über das offene Meer dann segeln mit Vollgas. Das Schiff verliert so viel Leben, wenn man zu schnell durchheizt. Das heißt, wenn man langsamer durchheizt, verliert man Leben. Und wenn man halt einfach drüber schanzt, wenn das Schiff mitgenommen wird. Aber bei weitem nicht so heftig, wie wenn man mit Vollgas durchfährt. Das ist krass einfach. Da kann man auch nur Reparaturkits verheizen ohne Ende. Wer hat mich jetzt schon wieder gesehen? Wegen den Schädeln. Das Ding ist auch, gerade euch mal eine Kleinigkeit, ihr könnt jetzt gegen den kämpfen. Ne? Ha, volle Breitseite, das Schiff verschwindet uns. Ich könnte jetzt gegen kämpfen, ne? Oder ihr könnt auch einfach wegfahren. Und ihr hört dann irgendwann die Verfolgung auf. Das, was ich vorhin gemacht habe. Ihr müsst nicht zwingend kämpfen, ne? Ihr müsst halt nur gucken, wie ihr jetzt der Situation begegnet. Normalerweise wäre ich jetzt schnell da reingefahren. Aber so gucke ich mal, dass wir hier hochkommen. Ding ist, was ich ab und zu mal gern verwende bei der Brigantine, ist so ein Wasser. 10% mehr Geschwindigkeit ist 10% mehr Geschwindigkeit, weil die Brigantine ist nicht so schnell wie die Brig. Die Brig ist ein bisschen schneller. Ich weiß nicht um wie viel Knoten, aber wenn wir hier 18 mit Vollspeed schaffen, schafft die garantiert 24. Würde ich mal schätzen. Oder 20 sogar. Nur, vielleicht auch nur 20, kann ich nicht sagen, aber irgendwas so um den Dreh wird es sein und da pfeife ich mir lieber mal ein Wässerchen rein, schieße ihre Segel kaputt und dann, ihr seht, jetzt haben wir die schon abgehängt. Ist super, ist geil. Wie wir dich hier jetzt vergessen haben, wahrscheinlich bin ich hier nur reingebogen, weil wir gekämpft haben und bin wieder rausgefahren. Ach, zum Doppelten. Das würde sie vielleicht wirklich jetzt rentieren. Doppelte Münzen jetzt hier raus zu bekommen. Wie viel wären das jetzt? Wie viel haben wir jetzt? Boah, 20.928. Das ist fast 21.000. Wie viel haben wir gesagt? 21.500 müsste man dann rausbekommen, wenn die jetzt alle voll gewesen wären. Oder so ähnlich, aber habe ich doch zusammengezählt. Fast 21.000, das ist. Und das verdoppelt. Das. 42.000, das nimmt man, glaube ich, gern mit, ne? Also da überlegt man sich manchmal sowas. Aber davor so 2.000 Münzen kriege ich raus, das sind 4.000. Risiko. Aber so, müsste mal gucken. Ich hoffe jetzt nicht, dass es hier einfach so ein Kommafehler ist, ne? Und es nur 2.092 sind. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Schätze ich aber mal nicht. Endlich daheim. Sicher sein. Alle Mann on Land. Das müsste uns jetzt ordentlich gut. 21.000 fast. Alter, ich bin mal gespannt, wo ich jetzt mit Level stehe, weil es war ja eigentlich noch normal gestern, ne? Alles klar. Was für ein. Ich bin mal gespannt, wir gucken mal mit C. Das Spiel sagt schon gar nichts. Hallo?
Soll ich nicht schon 8er Stücke bekommen haben? 220 habe ich. Spiel? Hallo? Wir haben hier die jetzt, na? Eingeholt. Wir sind jetzt fast bei 60.000. Wöchentlich. Haben wir alles abgeschlossen? Spiel? Wo sind meine Sovereigns? Hier, das da müsste auch dann bei 55. Na? Jetzt. Silber 2. 600 Sovereigns. Und dann müsste es theoretisch das andere auch noch lüppen. Wir laufen mal raus. Die müssen wir abholen. Die wöchentlichen. Jetzt habe ich 800 Sovereigns. Das ist geil. Was? Ich bin sogar vom Platz untergestiegen. Skurril! Abgegeben und gleich abgestiegen. Toll. Wirkliche Bestnüsse? Nehme ich. Die müssten die Dinger auch ein bisschen anpassen, ne? Weil das ist ja jetzt keine Herausforderung mehr, ne? Das müsste man schon anpassen. Ich habe nicht viel, weil wie gesagt... Das ist Gebiet 1, Gebiet 2, Gebiet 3. Das Gebiet kann man mit 5000 freischalten und das Gebiet mit 5000. Ne? Das hier werde ich machen, das rechte nicht. Hier werde ich aber erstmal nur die Verbindungsstücke hier freischalten. Ob ich die beim weiter betreibe oder nicht, ist eine andere Sache. Oder ich werde auch beispielsweise alles hier einnehmen. Aber betreiben werde ich die nicht. Ich werde das da, dass ich hier überall hier die Bonusse von den Handelsrouten bekomme und dann werde ich das hier immer abfahren, weil 21.000 mit das hier, das reicht mir durch. Mit 2.000 bis 3.000, was ich vorher hier raus bekommen habe, da musste ich schon überlegen, so okay, ne? Da macht es schon Sinn, aber hier drehe ich da eine Runde und dann bin ich fertig. 21.000 Stücke, das ist ja ein Träumchen. Jetzt guck mal nochmal. Ob alles aktualisiert worden ist. Vielleicht ist das auch ein Bug, aber ich glaube schon, das muss kann doch jetzt nicht hier dem Game sein Ernst sein. Ja, jetzt sind wir von 35.000 auf 24.000 vorgerutscht. Krass, ne? ja, ich glaube, da passt irgendwas nicht. Ist egal, wenn es weg ist, ist es weg. Wir haben unser Zeug jetzt mal eingestrichen. Hier auch Platz 7.000. Oh. Easy. Jetzt kann man auch mal gucken. Na, ihr seht, finanziert für 17 Stunden. Jetzt könnte ich hier die alle aufbessern. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Wir schalten die Küste von Afrika frei. Ich glaube, das machen wir ja jetzt. Na? Und dann werde ich gucken, dass ich möglichst hier solche Häfen hier erwische. Der da und der da. Die machen definitiv hier alles. Dann der da und ich glaube der da hier. Und dann habe ich hier die ganzen Bonis. Hier rüber gehen keinerlei Handelsverbindungen. Nur so als Plan. Na, jetzt haben wir immer noch 16.000. Und 1000 Sovereigns einfach. 1000. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja ein Träumchen. Jetzt machen wir noch eine Kleinigkeit. Weil dann machen wir heute keine andere Sache mehr. Dann mache ich hier mal alles mit euch zusammen. Wo ist er denn, der kleine Schlawiner? Wo ist denn mein Schiff? Wo ist er denn? Dann machen wir hier eine Kleinigkeit. Oder beziehungsweise, hier könnte man auch zwei Sachen machen. Einmal zorniger Zwinger und schwarzer Prinz. Können wir uns direkt kaufen hier. Ruhm, nee, will ich nicht. Und hier Sambuke. Dieses Schnäppchen lässt man sich nicht entgehen. Dann schwarzer Prinz. Spadouche. Ich danke euch sehr für euren Besuch. Und dann hier, den könnte man uns nochmal kaufen. Aber ich würde dann hier erstmal zorniger Zwinger. Feuer durchschlagend. Auch geil.
So, und die Werte kann ich gerade da nicht einsehen, weil das immer noch verbuggt. Machen wir das da mal. Ist mir eine Freude, geil. So, und jetzt haben wir immer noch 11.000 hier. Das ist geil einfach. 11.000, damit können wir uns ordentlich noch eindenken. Mal gucken, was ich damit mache. Schön! Viel Glück. Danke, Madam. Der Kauf hat sich gelohnt. Gut. Jetzt gucken wir mal, was der schwarze Prinz und so im Detail kann. Klar, das hätte ich jetzt nachgucken können, aber... Ja. Das ist geil. Bist du noch die Elite, ne? Das war mir eigentlich vor. Ich mag es immer noch aus Gewohnheit, um halt Spaß macht. Zack, das bleibt hier. Zack, zack. Betragen. So, was haben wir denn hier? Schwarzer Prinz. Gut genug für Skurlock höchstpersönlich. Die roten und goldenen Panzerplatten wurden an den Schwachstellen entschieden verstärkt. So, Entschlossenheit. Liegt der Rumpfzustand unter 50%, verringert sich der erlittene Schaden um 33%. Ist geil, aber heißt auch wieder zwingend, dass wenn man unter 50%, also dass man unter 50% kommen muss, um krasser zu sein. Heißt dann auch für mich theoretisch, den Rumpf müsste man dann auf einen Tank draufbauen. Wäre jetzt für mich so eine Schlussfolgerung. Also auf die Schnau. Ja? Wäre sinnvoll. Oder vielleicht auch auf einen Heiler. Auf Brigantine nicht unbedingt. Jetzt gucken wir uns den da mal an. Zorniger Zwinger. Verschmiert mit giftigen Chemikalien. Gibt bei jeder Wellenberührung schädliche Dämpfe ab. Hat nicht ganz so viel Panzerung. 1120. Na, und hier 1200. Aber von den Werten hier. Explosion 25. Der hat Explosion 35. Bringt uns wenig. Überflutung 25, schwarzer Prinz hat keine. Überflutung finde ich besser, dass er Resistenz ist. Feuer hat er auch Resistenz. Ja, 3% Unterschied. Riss juckt mich nicht die Bohne. Und durchschlagen hat er auch nochmal. Na, und jetzt gucken wir uns hier an. Wenn dein Schiff getroffen wird, während alle in Deckung gegangen sind, das heißt, wir müssen in Deckung gehen, wird eine schädigende Wolke um dein Schiff abgegeben, die 3000 Giftschaden zufügt und die Ausdauer der Besatzung verbraucht. Hat Ablenkzeit von 10 Sekunden. Joa. Das setzt aber auch voraus, dass einfach ein Schiff da sein muss. Okay, wir werden es uns einfach mal erstmal hier ins Lager übertragen. So, sicher ist sicher. Schiff verwalten, einfach mal angucken. Bei den Ouroboros finde ich besser eigentlich von den Werten. Na, der hat einmal hier den krassen also Überflutungsschaden hier. Dann hier 15% Schadensentdeckung repariert den Rumpf. Die Reparatur wird nach Verlassen der Deckung durchgeführt. Stellt pro Sekunde 100 schweren Schaden wieder her. Ist cool, ist sehr cool. So, das wäre... Oh. Der sieht halt auch einfach schick aus. Seht euch den Rumpf mal an. Passt jetzt zu meinem Kragen-Outfit 0,0, aber der sieht halt einfach schick aus. Wie viel mehr haben wir? Oh, gut, ein bisschen. So, jetzt den zornigen Zwinger. Der sieht mächtig hässlich aus. Und passt jetzt auch nicht so zu meinem Kraken-Look. Aber definitiv hat sich schon mal gelohnt. Wir haben genug Schiffe. Wir haben genug Schiffe, wirklich. Da kann man ordentlich jetzt hier was machen. Ich würde sagen, ich bleibe mal trotzdem hier auf den. Und wir können uns ja jetzt auch ein Schiff hier nochmal zusammenbauen. Ist, glaube ich, geil. Was anderes kann man da nicht sagen. Feindliche Übernahme, jetzt müssen wir, muss ich wieder hier mitmachen, beziehungsweise an euch gefressen haben. Gucken, was Sinn macht und was nicht. Spadusch. Gleich und gleich gesellt sich. Ja, ja, du mich auch. Jetzt bauen wir uns noch die Sambuke. Dann habe ich schon mal alle Schiffchen.
alle bis jetzt verfügbaren Schiffe. Skarlok sprach mit euch? Wenn das dann ein bisschen weiter unten wäre, wäre es auch toll. Habt ihr auch Geld? Gegenstand herstellen. So. Wo ist hier? Sambuke. Was haben wir? Wir haben alles. Also easy. Easy. Alzwirren. Siebenmal. 12.000. Money, 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 money. Schöne Schiffe. Da habe ich gehört, dass der Flammenwerfer sehr stark sein soll drauf. Gucken wir uns das Schiff nochmal an. Sambuke hergestellt. Super duper. Toll. Ja, machen wir einfach mal. Mögen die Schwachen in eurem Kielwasser untergehen. Schönes, schönes Schiff. Moment, wir gehen mal. Ist egal, wir bleiben im Hafen. Einfach nur mal gucken. Da hat man wirklich einen ganz anderen Blick schon wieder. Allein wenn man hier so steht. Das ist echt krass. So viel Aussicht. Aber das ist auch recht. Das ist riesig auch das Schiff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kanonen an der Seite. Das ist schön. Das ist so ein regionales Schiff. Und die Segel. Ja. Das ist schon schick. Ist schick. Mal gucken, was ich draus machen werde. Wir gucken uns jetzt nochmal die Werte an. Beim Schiffsbauer Rinsky. So, hier ist der kleine Fratz. Kleiner Fratz, hallo. Skarlok traut euch. Aber Vertrauen ist schneller. Schiffe verwalten. So, jetzt nochmal jedes Schiffchen. Details. Ein Brandschiff. Spezialisiert ist, Feuerschaden auszurichten und Ziele im Brand zu stecken. Von nahem kann es auch mehrere Gegner auf einmal in Visier nehmen. Schön. Aggressiven Spielstil. Bla 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 bla. Hier. Für 5000 Brandschaden zu, wenn du ein gegnerisches Schiff den Effekt im Brand zufügst. Das ist heftig. Gegner in einem Radius von 150 Metern Brand zugefügt. Erhöht Schaden auf Schiffe mit Effekt im Brand auf 50%. Das heißt, na, da kann ordentlich was passieren. Schnelligkeit 11 Knoten, das ist gar nichts. Wir sind hier mit Brigantine. Wie schnell sind wir hier unterwegs? Okay, 12 Knoten, aber Trimgeschwindigkeit dafür 18. Und der hier Trimgeschwindigkeit 14. Na, das ist ordentlich mehr. Wir haben jetzt dann hier die Schnau. 10 und 13, das ist auch schäbig langsam. Und die 11 und 15, die Bark. Okay. Das ist geil. Die hat natürlich alle Plätze. Und wie viele? 5 auch. Das ist geil. Schade an der Schnau ist, die hat nur 4 Plätze. Ne? Die hat wieder hier 5, die Bark. Okay, schön. Verkohlt. Cool. Ich denke mal, da kann man einiges damit machen. Ich würde mich aber auch dann erstmal fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und in diesem Sinne, ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.